Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Neverwinter. Ja, die letzte Folge endete mit einem Cliffhanger. Was habe ich da nicht überlegt oder was wollte ich überlegen? Ich wollte überlegen, ob ich euch einfach mal die Karte zeige und einfach mal hier so durchreite. Ganz flux. Ich glaube, das machen wir mal. Ich sag mal, die Leute reiten sowieso alle jetzt dahin. Dann reiten wir mal hinterher. Auf unserem äußerst hübschen, aber langsamen Pferd. Ja, aua. Hier ist nämlich noch ein zweites Lager. Das muss ebenfalls verteidigt werden. Hallo Feldwebel. Hallo Schlachtfeldsanitäter. Au. Au. Okay, reiten wir mal hier durch. Das ist also der zweite Teil des Schlachtfelds. Ja, überall böse Gestalten, die es, aua, zu bekämpfen gilt. Ich will nicht zu nah ran, weil, ja, das tut dann sonst weh. Schwarze Drachenklauen. Ach so, so ein Belagerungsturm. Heldenhafte Begegnung. Wo? Ein Tier. Au. Ah. Hilfe. Wieder eine heldenhafte Begegnung abgeschlossen. Das heißt, wir können uns wieder eine Belohnung abholen. Zack. Und damit hätten wir sogar die Quest abgeschlossen. Hier, diese. Ne? Zwei Schlachtfeldehren erlangt. Diese Quest geben wir dann einfach mal schnell ab. Ah, schaut mal, was da hinten los ist. Ja. Eigentlich habe ich genau darauf gewartet, denn wie ja vorhin schon angedeutet, Höhepunkt dieser Schlachten ist jeweils ein Drache am Ende. Galaxhelm der Bleiche. Und ich glaube, das sind auch immer andere Drachen. Ich bin mir nicht sicher da, aber... Weg hier. Au! Oh.
Ich bin ein Eisberg. Ich bin ein Eisberg. Hilfe. So, okay. Drache ist besiegt. Und damit ist der Angriff quasi abgewehrt. Nein. So, geben wir doch einfach mal schnell den Auftrag ab. Beziehungsweise zuerst die Belohnung. Nochmal Drachenkult-Insignien. So, Frau Sabine. Die Belagerung von Neverwinter abgeschlossen. Jetzt gibt's so einen Erlass. Dankeschön. Diese Quest ist in 28 Minuten wieder verfügbar. Wenn die also in einer halben Stunde wieder verfügbar ist, müsste man doch auch wieder so einen Erlass bekommen. Und damit müsste man eigentlich im Laden ganz gut einkaufen können. Sehe ich das richtig? Oder sehe ich das falsch? Mal kurz auf die Karte geschaut. Ah, hier ist der nächste Drache. Mal gucken, ob wir rechtzeitig kommen, um ihn zu besiegen. Gelegentlich sind die Leute da ja relativ schnell. Obwohl es ein Drache ist. Venetaxis, der Pestartige. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind gerade sehr wenig Leute am Kämpfen. Also der Drache möchte nicht so richtig down gehen. Andererseits, je weniger Leute dabei sind... Au! ...desto höher ist natürlich, die eigene Schadensquote, ne? Wenn man die ganze Zeit mitkämpft. Also desto mehr Zeit hat man einfach, Schaden reinzugeben.
Au, 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 au. Das hat weh. Hier kämpfen wirklich nur 5-6 Leute oder so. Na gut. Au, was ist das denn? Wie soll man da jetzt rankommen, wenn überall um ihn herum rot ist? Ah, weg hier. Okay. Die seelengeschmiedete Verzauberung, wie ihr seht, hat mich schon zweimal gerettet in diesem Kampf. Abgeschlossen mit einem großen Erfolg. Na, was bringt uns der große Erfolg? Schauen wir doch mal nach. Steuerung F. 30 Drachenkult-Insignien. Na gut. Sind ein paar Insignien mehr. Aber dafür war das auch ein Haufen Arbeit. So, ist Invasionsanführer. Hier ist noch irgendwo ein Invasionsanführer. Na, dann holen wir ihn uns doch mal. Wo ist er denn? Hier ist er. Und wo sind wir? Wir sind da. Na gut, ich glaube, wir schaffen es nicht, rechtzeitig anzukommen. Ja, er ist schon tot. Was für eine Schlacht. Guckt euch das alles mal an hier. Also ich glaube, wenn man bei diesen Schlachten mitmacht, auch wenn man nicht so stark ist, dadurch, dass es so viele Leute sind, kann man ganz gut was abgreifen bei diesem Event. Ne? Man muss nur dranbleiben. So, als allerletztes... wollen wir nochmal in den Laden reingehen? Um zu gucken, was wir uns denn so schon erspielt haben mittlerweile. Nö, ne? Also ich habe jetzt 90 Drachenkult-Insignien und einen Erlass. Ja. Gehe ich nochmal kurz in den Laden hinein. Ich bin einfach neugierig. Ja, hallo? Manchmal leckt das Event ein bisschen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass extrem viele Leute auf einem extrem kleinen Raum sich tummeln. Ne? Das ist dann halt manchmal so. So.
Also, den Laden, da bin ich nochmal gespannt. Okay, wir könnten uns jetzt so eine Belagerungsverzauberung kaufen. Macht das Sinn? Vielleicht würde man dann ja mehr finden, ne? So Dracheninsignien und so. Oder eine Insignientasche. Nee, ich glaube, die lohnt sich nicht. Dann lieber so eine Verzauberung. So, hierfür brauchen wir tatsächlich 7 Medaillen. Wenn man jede halbe Stunde spielen kann, dann heißt das theoretisch, dass man pro Tag 48 Stück erspielen kann. Wenn man 24 Stunden spielt, ne? Wird keiner machen, ist ja klar. Aber dass man pro Tag theoretisch eine so eine Ruhe sich erspielen kann, wenn man so ein bisschen dranbleibt, naja, 3,5 Stunden, macht ja auch nicht jeder, ne? Vielleicht alle 2 Tage mal eine so eine Ruhe. Und dann hätte man zumindest eine Chance, so auf so einen grünen Gefährten oder das blaue Reittier, würde mich ja reizen. Na gut, wie dem auch sei, jeder muss es selbst wissen. Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald.